Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier bei Schwarzwald TV Live. Es hat ein bisschen technische Probleme gehabt. Ja, wie schwer war der große Brocken? Wie ist es zustande gekommen, dass der Brocken, der Felsbrocken bei Villingen-Schwenningen darunter stürzen konnte? Ich habe mich gerade noch schlau gemacht, vor allem seit wann ist die Straße wieder auf? Ist sie wieder auf? Das alles erfahrt ihr hier. Zusätzlich noch weitere Informationen, ganz aktuell. Heute Nachmittag ist ein tödlicher Motorradunfall bei Schallstadt geschehen. Da ist eine 22-jährige Frau ums Leben gekommen. Und ja, und was sonst noch alles hier los ist. Übrigens, heute ist Vollmondnacht. Heute ist Vollmondnacht. In der Vollmondnacht, da passieren immer wieder Schauermärchen. Beim letzten Mal, da gab es Schauermärchen dementsprechend ja, in Rheinfelden, in Wutösching, in Bad Säcking. Und ja, ich war damals unterwegs und da ist einiges passiert. Die ganzen Unfälle, die Vollmondnacht, die zieht irgendwie Unglücke immer an. Und ja, für alle, die neu auf den Kanal gekommen sind, aufgrund ja, von dem Geschehnis da an der A81, es sind ja doch viele neue Abonnenten hier auf dem Kanal draufgekommen. Für alle, die live mit dabei sind und nicht schreiben können oder nicht wollen, guten Abend. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie immer regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, der naheliegenden Schweiz, Aargau, Basel und ja, natürlich nicht nur Blaulicht-News, sondern natürlich auch viele, viele andere Geschichten, Fastnacht und was so regional alles angeht. Ich war heute auf dem Konzert, da bin ich gerade an einem Beitrag dran, den will ich nachher noch dementsprechend auch hochladen. Genau, lang will ich auch gar nicht machen. Es gibt einfach kurz noch die Informationen. Der Fels. Ja, die Begrüßungsrunde machen wir am Schluss. Also alle dranbleiben. Es dauert nicht lang. Der Fels, der ist 3 Tonnen schwer gewesen. 3 Tonnen schwer, dieser Fels. Hier nebendran übrigens, da seht ihr gerade ein Bild noch. Ein Bild, das war heute Nachmittag. Und zwar war sogar teilweise die Autobahn in Richtung Süden gesperrt, kurzfristig. Denn es war ein zweiter Fels ja locker und die haben den dann sozusagen aktiv bewegt, dass er runterkommt. Also kontrolliert herabrutschen lassen. Und mehr um 16:45 Uhr war die Autobahn Richtung Süden dann wieder auf. Und nach Norden, da wo der Unfall passiert ist, die ist dann um 18:30 Uhr heute Abend wieder aufgegangen. Und ihr seht hier der THW und die haben da Hangarbeiten gemacht. Das Ganze wurde natürlich überprüft. Und ja, warum passiert so etwas? Es gab kein Erdbeben. Und ich habe da noch auf dem Polizeipräsidium in Tuttlingen mich informiert, noch gerade vorhin. Es ist so, diese ganzen Hanglagen, teilweise ist das aufgeschüttetes Material. Also überall, wo man so Schotter rumliegen sieht, ist es aufgeschüttet. Der Felsen allerdings, der ist massiv natürlich, der ist dort. Ja, gewachsen jetzt nicht. Der ist da nicht extra hingetragen worden. Und von da gesehen, man kann natürlich rätseln, wie kann sowas passieren? Es gibt Steinewerfer, die man immer wieder hört, die von Brücken irgendwelche Steine runterwerfen. Also so ein 3-Tonnen-Granitblock, den kann man nicht einfach so bewegen. Und ja, von da gesehen, es ist halt tragisch jetzt für die ganzen, die da mit verwickelt sind. Und vor allem, es war ein Porsche. Mit dem Porsche fährt man nicht gerade nur irgendwie Strich 120. Es ist ja bekannt, dass die A81
auf dieser Strecke ziemlich, ja, auch eine Raserstrecke ist, ja. Und von da gesehen, er ist ziemlich mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit voll ungebremst in diesen Felsblock reingedonnert. Und das Auto hat dann nachher direkt Feuer gefangen. Ja, war lang dieser dementsprechende Feuerwehreinsatz. Und 30 Minuten danach, also um 20.30 Uhr gestern ist das passiert. Um 21 Uhr, wenige Kilometer weiter nördlich, ist auch ein PKW in Vollbrand geraten. Und ja, bisher konnte man das Opfer noch nicht identifizieren. Und ja, von da gesehen, ich hatte sowas auch erlebt heute mit schnellem Fahren, ein roter Porsche mit Lörracher Kennzeichen. Der donnert da durch den Hotzewald durch, aber so gewaltig, überholt dann mich so in einer Linkskurve, wo man eigentlich nicht sieht, weil es dann gerade wieder rechts geht. Und vor mir ist dann einer aus der Schweiz noch gefahren. Und den hat er dann in einer unübersichtlichen Rechtskurve noch überholt, trotz Gegenverkehr. Und da muss ich nur sagen, und mit so einem Affenzahn, tja, wie ihr wisst, meine Kamera ist immer aktiv. Und ja, der Autofahrer, der musste ausweichen, der vor mir war. Und dementsprechend auch er ist dann rechts rangefahren, hat dann angehalten und ich dann auch. Er war französisch sprechend und ich habe dann schon dementsprechend den Notruf angerufen gehabt. Und ja, das Problem ist halt, ich hätte dem jetzt verklickern müssen, weil der ist wirklich, der ist gefährdet worden im Straßenverkehr. Ich hätte ihm jetzt auf Französisch erzählen müssen, geht zur Polizei und hier. Aber das ist denn ja eigentlich wurscht. Wenn man solche Überholmanöver macht, dann, ja, es gibt 35 Euro, 30 Euro, wenn es kracht, 35. Und das wissen natürlich vor allem die von südlicher Seite aus dem Rhein. Deshalb reizt es halt aus, ja. Die parkiert auch falsch, ja. Das ist denn eine Schießdreck egal. Ein Strafzettel in Deutschland am Hochrhein ist günstiger wie die Parkgebühren in der Schweiz drüben. Also, so mal unter uns gesagt. Man sollte mal das Schweizer Modell einführen. Genau, nach dem Zahltag berappen. Aber dann ist das Problem, dann tun sich die Deutschen wieder beschweren, die wohl nicht so viel in der Tasche haben. Aber die müssen halt einfach nur anständig fahren. Und heute ist Vollmond. Im Moment, meine WhatsApp-Gruppe, die ist ganz ruhig. Und ja, von da gesehen, vielleicht kommt ja noch was. Ich weiß es ja nicht. Die deutschen Gesetze sind lachhaft. Genau. Und also er war heute übrigens der Felsbrocken. Der ist heute dann abtransportiert worden. Und der größere natürlich auch. Und das Unglücksort ist jetzt auch genau definiert worden. Also nicht direkt Thuningen, links von Trossingen. Ja. Deshalb ist ja die Feuerwehr Trossingen war da im Einsatz. Und ja, der Wagen, der ist halt direkt dran zerschellt. Das ist Wahnsinn. Ich habe in der Videobeschreibung übrigens einen Link drin von der Bild-Zeitung auch. Da ist ein Bericht, so wie im letzten Film auch. Oh, jetzt ist meine ganze Videobeschreibung weg. Das gibt's doch nicht. Ich habe so eine schöne Videobeschreibung gehabt. Alles weg. Naja, im Nachhinein tue ich es dann nochmal rein. Deshalb ist da zuerst die falsche Überschrift dran gestanden. Und ja, von da gesehen, der Felsbrocken. Man hofft nur, dass sowas nicht mehr vorkommt.
Das, ja, das ist einfach, das, es gab auch sowas noch nie, ja. Es gab sowas noch nie. Hat mir auch die Polizeipressestelle von Tuttlingen mitgeteilt, dass es sowas noch nie gab. Und ja, da hofft man natürlich das Beste an die ganze Beteiligte. Ja. Und ja, es wurde auch die Autobahn wurde nicht beschädigt, also alles Heilbliebe. Es sind ja nur 3 Tonnen gewesen. Es gibt ja Fahrzeuge, die wiegen 40 Tonnen und mehr, und da passiert natürlich nichts. Auf jeden Fall, es ist halt so, die Unglücksstelle, die befindet sich genau gegenüber von dem Autoparkplatz Weigebach West. Und der Stein, also der Fels, wo der Porsche-Fahrer drauf gefahren ist, da vermutet sie, dass da wahrscheinlich schon seit dem Bau der Bodenseeautobahn in den 70er Jahren in dem Hang da drin liegt. Es hat eine Neigung von 30 Grad und da gilt es eben nicht als übermäßig steil. Also von da gesehen, ob sich das jetzt klimatisch bedingte Erosionsprozesse hier jetzt neuerdings auch besonders Bodenersetzen auswirke. Das soll jetzt untersucht werden in die kommende Woche. Bin mal gespannt, da gibt es bestimmt noch dann noch Informationen, weil das ist natürlich eine Geschichte, wo alle interessiert. Und ja, große sowie kleine Bäume, die wachsen dort halt und die scheinen eigentlich die Straße fast wie ein Bannwald abzupuffern. Aber tja, trotzdem ist dieser Riesenfels da runtergedonnert gestern am Samstagabend, war der 12. Oktober, für alle, die viel später das Video angucken. Und ja, und da ist eigentlich eine, das ist eine viel befahrene Hauptverkehrsader durch den Schwarzwald durch. Und man kann eigentlich von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Absolut. Ne? So. Und für alle, die den Stream im Nachhinein anschauen, gibt es dann erstmal noch einmal eine kleine Werbepause. Ja, was ist dann noch passiert? Ein tödlicher Motorradunfall in Schallstadt. Und da komme ich jetzt gleich nach der Begrüßungsrunde. Dominik Leile, guten Abend. Fabian Drescher aus Albruck, be yourself. Servus. Dann Ketzbelest, du kommst kurz vorbei. Dann Steffen Drechselmeier, wunderschönen guten Abend. Schau, auch noch schon lange nichts mehr gehört. Gabi Schwarz, guten Abend. Chris MK Dreiler. Ist ja super, dass da so zahlreich die Leute da sind. Joachim Oberföhl, nicht nur bei Menschen, Vollmond und die Nachbarshündin läufig. Unsere Rüdin dreht voll ab. ja, das ist. Ich bin ja morgen übrigens auch wieder live um 21 Uhr. Montag. Das ist ja interessant, so wie so eine Rüde abläuft. Wer übrigens irgendwie was Interessantes hat, so eine Videosequenz oder ein Bild, wo er mal zeigen will, der kann das natürlich zukommen lassen. Videosequenz über WeTransfer. Bilder, ja, wenn es zu viele sind, auch sonst einfach per Mail. Und die Mailadresse steht auch in jeder Videobeschreibung unten drin: schwarzwald.tv@t-online.de. Und dann kann man mir das zukommen lassen. Dann kann man darauf eingehen. Bitte dann dazu schreiben, was das ist. Und genau, dann Datenschutz natürlich beachte hier. Ich veröffentliche hier keine Personen. Das nicht. Tiere nur, wenn es die eigene sind. Denn auch Haustiere haben ein Persönlichkeitsrecht. Und als hauptberuflicher
Journalist, weiß ich das zu achten. Ich sage das jetzt extra, weil es gab da einen Kommentar. Ein Kommentar in einem von den Livestreams, so nach dem Motto, nur weil ich einen YouTube-Kanal hätte, bin ich noch lang kein Journalist. Und dann habe ich gesagt, du, das ist gerade andersrum. Ich bin Journalist und habe nebenher einen YouTube-Kanal und habe sogar der ausländische internationale Presseausweis. Also von da gesehen, bin ja grenznah zur Schweiz. Bei Großeinsätzen bin ich da auch vor Ort. Luis, guten Abend. Viele Grüße da zu dir, da in die Richtung. Dich hätte ich ja gestern fast noch besucht. Dann haben wir hier, lag der Fels schon dort, als der Porsche mit ihm kollidiert ist, oder ist er in der gleichen Sekunde runtergerollt? Ne, der ist kurz davor, ist er natürlich runtergerollt, weil sonst wäre ein anderer drauf gefahren. Das war irgendwie zum falschen Moment, zum falschen Zeitpunkt dort gewesen. Es hätte jeden theoretisch treffen können. Ja. Guten Abend, Jürgen P. aus Mailand. Ja, die Raser spinnen, da hast du recht. Es wird schwierig werden, die Person identifizieren, weil, ja, ist halt so. Da kann man nichts machen. Oh, hoher Besuch hier aus dem Süden. Sam Baxter aus Kampika Fort. Wahnsinn. Guckt mal bei ihm in den Kanal rein, auch bei Cats Beläst. Cats Beläst hat sogar zwei. Ein ASMR. Also wer gern mal relaxen will, kann natürlich das auch tun. Und dann haben wir hier noch der Daniel Helm, einer von meinen Starfotografen. Chris M. Karl Treiler, das Kennzeichen wird ja auch verbrannt sein. Ist ja nur Alu, ja, das wird so wahrscheinlich gewesen sein. Und ja, Daniel Helm, ihm haben wir zu verdanken, dass es einen Videofilm gibt über einen Tesla. Ja, genau, über den Tesla. Dann haben wir hier der Race 344, schaut mal bei ihm rein. Er ist auch ein kräftiger Fotograf. Er war übrigens gestern beim Eishockeyspiel. Der EHC Harry Schried mit die White Stags hat 10-0 gewonnen. Die haben ein Freundschaftsspiel gemacht, und zwar gegen die Eisbären von Balingen. Und von denen sogar habe ich ein Live-Interview gestern veröffentlicht. Oh, ich habe hier eine grüne Sendelinie, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, absolut Top-Qualität. Ich müsste jetzt eigentlich in Ultra-HD zu euch darüber streamen. In Ultra-HD. Und genau. Also von da gesehen, das Interview blende ich im Nachhinein mal hier gerade mal ein für euch. Und es gibt noch einen weiteren Beitrag, auch aus Albruck, hat auch was gerade per WeTransfer geschickt. Da mache ich euch im Laufe der Tage einen Beitrag. Zusätzlich wissen wir jetzt, ja, Tiere haben Persönlichkeitsrecht, Race, das steht offiziell im Gesetz drin. Und zwar dementsprechend ist es so. Was schreibst du hier? Okay. Eine Rüdin. Also, gerade weil du gefragt hast wegen Persönlichkeitsrecht. Haustiere, Stalltiere haben Persönlichkeitsrecht. Du kannst nicht einfach ein Pferd im Stall knipsen vom Bauer und auf Instagram posten. Das geht nicht. Das muss man hier so richtig machen. Genau. Kann man nicht einfach. Auch Hunde, also. Oder ja, ich habe eine Reportage gedreht auf dem Affenberg. Ich warte bis heute noch auf Rückmeldung vom Direktor. Ja, ich habe den ja getroffen. Wollte eigentlich einen O-Ton, aber ist ja nicht so wichtig. Ich wollte einfach mal Rückmeldung, ob ich meine Reportage online stellen kann, weil ich kann nicht einfach diese Berberaffen auf Instagram posten oder sonst wo. Das ist privat, das ist Privatgrundstück. Man darf da zwar filmen und für den Privatgebrauch, aber nicht zum Veröffentlichen. Also, wenn ich dann mal irgendwie mal ein Freizeichen bekomme, vielleicht hake ich da natürlich auch nochmal nach,
Dann gibt es noch eine schöne Reportage über den Affenberg in Salem. Jo. Ist doch schön, die Tiere da. Dass es ein Vorbereitungsspiel ist, weiß ich, klar. Das wusste ich, dass das ein Vorbereitungsspiel ist, ein Warm-up. Und ja, ich habe hier da ziemlich viel geschrieben. Ziemlich viel habt ihr geschrieben. Ah, jetzt bin ich am aktuellsten Stand. Ja, ist doch Wurst, wie es heißt. Jeder weiß, was er meint. Ich weiß, dass ein Vorbereitungsspiel ein Freundschaftsspiel ist. Das habe ich doch selber erzählt im Livestream, also von da gesehen. Aber trotzdem. Tjo. Und so ist es. Also zu mir hat man gesagt, Freundschaftsspiel. Genau. Also, ich kriege ja von euch noch Material. Das heißt, ihr bekommt da noch einen Beitrag und zudem noch der Unfall in Wieladinge. Der, wo da diese 20 Bäume umgehauen hat. Der Herr hat ziemlich viel Alkohol gehabt. Ja, ich bin da schon, mich hat es ja schon gewundert. Ich bin an dem RTW vorbeigelaufen, als der Verunfallte schon mit dem Heli weg war, und da hat es richtig nach Alkohol rausgeschmeckt. Also Wahnsinn, brutal. Eine richtige Alkoholfahne kam da raus. Und ja. Okay, tschüss Sam. Gute Geschäfte noch bei dir in deiner Bar. Und wir hören uns. Sehen uns. Vielleicht morgen gegen 21 Uhr. Und Kätzbelest muss auch gehen. Okay, gut. Also, meine Stimme ist auch ziemlich im Eimer. Ziemlich im Eimer. Und, nee, jetzt versucht hier noch ein Mann ein Kind zu entführen, habe ich gerade gelesen. Das gibt's ja auch nicht. Sache gibt's. Und, übrigens, es könnte sein, dass ein Vulkan ausbricht in Deutschland. Ja. Ein Vulkan. Habe ich mir sagen lassen. Und zwar nicht hier im Süden. Das ist jetzt kein Schwarzwald-Thema. Mehr an der Eifel oben. Und ja, das ist, da ist das Magma tief in der Erde am Brodeln. Es gibt ja immer noch so Vulkane. Wir haben ja im Breisach haben wir ja auch einen Vulkan da. Da unten. Da wächst der Wein ringsrum. Und von da gesehen. So, jetzt sage ich euch noch die neueste Nachricht von heute. In der Hoffnung, dass das nicht hier zusammenkracht, das Internet. So. Uno Sekunda. Genau, also es gab jetzt nicht so viele Meldungen. Und zwar eine 22-jährige Motorradfahrerin, die ist bei einem Verkehrsunfall in Freiburg gestorben auf der B3. Und ist natürlich tragisch. Sie hat, also nach Mitteilungen der Polizei, bevor eine 22-jährige Kraftfahrerin, Karradfahrerin, also Motorradfahrerin, am Sonntagmittag, dem 13. Oktober, gegen 15.55 Uhr, die B3, das ist die sogenannte Matsuyama-Allee, in Richtung Schallstadt. Aus bislang unbekannter Ursache fährt sie auf dem linken Fahrstreifen auf einen vor ihm fahrenden PKW auf. Sie wurde reanimiert und verstarb noch an der Unfallstelle. Die B3 musste während der Bergung und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet und die Ermittlung zur Unfallursache dauert an. Das war Stand 18.25 Uhr. Sowas dauert natürlich, ja, kann sich um Stunden handeln. Wir haben es ja jetzt erst letzte, war das die Woche? Es war da bei dem Fall in
Maulburg, wo es den schweren Unfall gehabt hat. Erst die Tage. Ja, dann eine Öffentlichkeitsverhandlung, die wurde dann wieder eingestellt. Da haben sie eine 90-jährige Frau aus Gundelfing vermisst gehabt. Die wurde aber dann wieder gefunden. Dann unter Drogeneinwirkung ist jemand gefahren, und zwar in Rheinfelden-Herten. Bei einer Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in Herten wurden beim Fahrzeugführer deutliche Konsumanzeichen auf Drogeneinwirkung festgestellt. Ja, Rheinfelde ist natürlich bekannt für Drogenpflaster, ist ein großer Umschlagplatz, das sind auch die größten Dealer hier in der Region. Auch dieser Verkehrsunfall in Rheinfelden, der was da an der letzten Vollmondnacht passiert ist, der beruht sich auch bezüglich Drogeneinfluss. Ja. Und ja, mit den Feststellungen der Beamte wurde er konfrontiert, und da räumte dann der junge Mann ein, dass er am selben Tag mehrere Züge eines Joints genommen habe. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinem PKW stehen lassen. Ihn erwartet nun mindestens ein einmonatiges Fahrverbot, mindestens 500 Euro Geldbuße sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister. Ich verstehe es nicht. Warum gibt man dem überhaupt noch mal den Führerschein? 18 Jahre, der hat sicherlich Probezeit. Also, ich sag ja immer, Alkoholunfälle, Führerschein weg für immer. Und 2 Jahre Knast ohne Bewährung. Schweizer Modell. Genau. Ich bin ja schon gefragt worden, ob ich in die Politik komme. Von da gesehen, mal gucken, ich überleg's mir mal. Und wenn ich dann natürlich über eine Partei bericht, dann muss ich als Journalist über alle Wahlwerbesendungen, die kostet einen Haufen Geld. Genau. So, dann haben wir hier eine Meldung. Noch? Ja, da ist noch eine. Empfindliche Geldbußen für einen Autoposer auch in Rheinfelden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.35 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Firma Evonik auf mehrere Park-Pkw aufmerksam, welche auf dem firmeneigenen Mitarbeiterparkplatz über einen Zeitraum von einer halben Stunde ständig im Kreis fuhren. Bei der Überprüfung konnten 3 hochmotorisierte PKWs festgestellt werden. Die 3 Fahrzeugführer, allesamt Schweizer, im Alter von 22 bis 27 Jahren, drehten mit ihren Fahrzeugen mehrfach Kreise auf dem Parkplatz. Teilweise fuhren sie nebeneinander her und drehten Videos. Aufgrund der hierdurch entstandenen Belästigung mussten die 3 Männer jeweils eine Sicherheitsleistung von 500 Euro zuzüglich Gebühren bezahlen. Richtig so. Hätte ruhig ein Tausender sein können, die haben genug Geld da drüben. Also, so ist es. Wo soll der Vulkan sein? Wo der Vulkan sein soll? Fraget ihr. So. Was? Ein Schiff quetscht sich durch. Ach, das schreckt. Das sind wieder Bilder. Ich kriege ja natürlich immer die neuesten Infos hier. Vulkan in Deutschland. Vulkan in Deutschland, der fühlt sich mit Magma. Ich wollte eigentlich da ein separates Video drüber erstellen. Bringt ein bisschen mehr Aufrufe, vielleicht mache ich das noch. Und zwar, nach Expertenmeinung steht in Deutschland ein Vulkanausbruch unmittelbar bevor. Der füllt sich mit Magma. Und nach Erkenntnissen von den Wissenschaftlern, von dem Erdbebendienst Südwest, wird demnächst in Deutschland hundertprozentig, wie es hier geschrieben wird, ein Vulkanausbruch kommen. Es rumpelt unter dem Lachersee. Ja, der Lachersee, das ist in der Eifel. Und unter dem See
gibt es seit einiger Zeit geologische Vorgänge, die auf einen baldigen Vulkanausbruch schließen lassen. Anzeichen, die verdichten sich natürlich, brodelndes Wasser, so blub, 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 blub. Und kleinere Erdbeben sind auch Anzeichen für die Magmabewegung im Untergrund. Die bisherigen Beben, die werden als DLF-Erdbeben bezeichnet und fanden im oberen Erdmantel mit niedrigen Schwingfrequenzen statt. Ja, genau. Aber das könnte sich natürlich bald ändern. Von da gesehen, hoffen wir mal nicht. Hoffen wir mal nicht. Ja, 500 Euro, so gut wie keine Strafe. Was, der Christoph 11 war im Einsatz? Ah, bei dem Motorradunfall, oder wie? Jo. Genau. Ah, aktuell. Christoph 11 war im Einsatz. Mhm. Und wo war der im Einsatz? Ah, in Tuttlingen, okay. In Ordnung. Ja. Ja, das ist natürlich. Gut. Also, dann, ich würde sagen, ich beende hier die Diskussion. Oder hat jemand noch eine Frage oder so? Haben wir alles gesagt? Und, ja, begrüße alle neue Zuschauer natürlich nochmal. Vielleicht sehen wir uns morgen Abend zu den Live-News, weil montags gibt es immer ganz, ganz viele Nachrichten. Da ist immer sehr viel passiert. Viele Alkoholunfälle. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Und ich bedanke mich hier fürs Zugucken. Und sag einfach, seid schlau, schaut Schwarzwald TV. Nein, hier bin ich nochmal. Und zwar Vollmondzeit, oder? Es ist doch Vollmond. Jetzt hat ja der Joseph angefangen zu singen. Nee, Joseph braucht immer nicht. Und, ja, also von da gesehen ist es, genießt die Nacht, passt auf euch auf. Seid schlau. Ciao. Schwarzwald TV. Danke fürs dabei sein und weg bin ich. We'll be right back.
Ja, wenn euch mein Livestream gefallen hat, ich freue mich natürlich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, wenn Sie neu reingekommen sind, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Hier gibt es regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen und die naheliegende Schweiz in Form von Livestreams, Nachrichtenvideos, Reportagen, Dokumentationen und viele mehr. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Und viele Grüße an MaulDW. Morgen Abend 21 Uhr pünktlich sein, dann sehen wir uns wieder.